Willkommen zum letzten Part von Mega Man X2. Das Finale ist da und wir starten direkt. Los, Attacke! So, wir befinden uns jetzt aber wieder in... Hui, wir sind nicht mehr am Nordpol. Wir befinden uns jetzt wieder in den Central Computer. In unserer Stadt, wo wir herkamen. Ja. So, Moment kurz. Ab. So, jetzt muss ich nur gerade eben was überlegen. Dab, da, dab, dab, da. So. Zack, zack. Ja, toll. Ja, danke. Leck mich doch mal sonst so. Hey, ich kann mir noch mal ein Upgrade holen, ja, oder nicht? So. Bam, 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 bam. Wollte gerade, aber brauche ich gar nicht. Dab, 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 Tetris wieder und Box weg, die Kack. Oh, ist wieder. Zack. Bam, Doppelhit. So geht das. Bam, bam, bam. Und sorry, Juken. Das macht so Spaß mit den Dingen, ey. So. Dab, 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 dab. Ich bin gerade überlegen gerade, deswegen bin ich gerade nicht viel am Kommentieren. Ich mache einfach erstmal weiter. La 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 la. Und dann nochmal kommt Sigma. Und Zero. Aber in Schwarz. Aber ich dachte, ich hätte Zero doch. Schau, wen ich gefunden habe, so wandernd umher, Mega Man. Mein Freund hier hat ein kleines Problem mit dir. Es sieht so aus, als hättest du ihn sterben lassen. Er ist nicht so glücklich darüber. Nun, ich denke, es ist Zeit, dass ihr mal eure Eskapaden beiseite schafft. What the fuck? Was geschieht hier? Es ist der wahre Zero, der gerade aufkreuzt. Sigma. Du hättest mal ein bisschen mehr die blaue Farbe mehr studieren sollen. Und außerdem, es gibt nur einen Zero. Warte, Zero. Ich kenne dein Geheimnis. Dein Schicksal ist es, mir zu folgen. Vielleicht. Aber ich kann dich trotzdem nicht leiden. Fein. Wenn du mir nicht folgen willst, dann werde ich sehen, wie du wieder sterben wirst. Boah, hat der ein geiles Kombo drauf, der Junge. Oh Gott, ey. Zero! Sorry. Sorry, ich nicht warten ließ, Mega Man. X. Und, aber dafür hat sich das Warten ja gelohnt. Wir werden nun die Mavericks ausschalten mit Sigma. Ich werde den Hauptcomputer ausschalten. Du folgst Sigma. Los geht's! Hier ist es, X. Sigma ist hier. Ja. Aber ganz ehrlich, Leute. Na, ich kann das nicht so akzeptieren. Deswegen muss ich mal kurz was machen. Ich mache jetzt mal kurz den hier. So. Jetzt stehe ich hier. Aber ohne die Zero Parts. Das heißt, jetzt geschieht ja eine kleine Änderung. Statt einem schwarzen Zero haben wir jetzt da den originalen Zero stehen. Und ihr wisst, was das ja heißen mag, ne? Der Text ist der gleiche, deswegen brauchen wir nicht extra vorlesen. Tja, und ich würde nur sagen, lasst den Kampf beginnen. Da, 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 da. Ah, verdammt, ich komme nicht mit den... Ja, komm her. Wow, wow, wow.
Boah, ich muss gerade mich ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich gerade ein bisschen still. Wow, der haut mich dir eiskalt darunter, egal wo ich versuche zu fliehen. Boah, der hat auch so ein böses Upgrade wie ich. Und aber noch ein drittes Schuss hinterher mit seinem ekelhaften Schwert noch jetzt, das er jetzt neu hat. Zack. Oioioi. Aber ich glaube, das ist aber auch, meine ich, das Schwert von Sigma auch. Deswegen kommt mir das mehr besser rüber auch, wegen der Story her. Weil Sigma hatte ja im ersten Teil auch ein gutes Laserschwert gehabt. Das könnte auch gut sein, dass Sigma ihn hat ja auch das Schwert in die Hand gedrückt hat, wo er ihn wieder hergestellt hat. Boah, Hilfe, ey. Ja? Hohoho, hat ein Kampf hier. Alalalaila. Huia! Boah! Boah! Hilfe! Oh Mann, der ist. Seine Kombo ist so übel. Da, da. Ich bin gerade mit der Musik und. Boah, ich bin gerade ein bisschen. Total weg gerade. Da war es viel zu früh. Boah, da war viel zu früh jetzt gerade. Da war jetzt echt dumm. Bam! Boah! Zack, zack! Bam! Bam! Und da habe ich ihn! Zero! Erinnerst du dich an mich? Ich glaube schon. Sorry, dass ich dir so Ärger gemacht habe. X. Du musst zu Sigma. Ich versuche, den Hauptcomputer zu zerstören. Pass auf dich auf, Zero. Ich habe nicht die Zeit, dich wieder zusammenzusetzen. Wieder mal. Es ist schon okay. Los, X. Geh schon. Hier ist es, X. Sigma ruht hier. Ruht hier? Sigma ist hier drinne. Ganz cool. Moment. So. Komm, ich bin gemein jetzt. Den Kampf mache ich jetzt ganz brutal. La 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 la. Okay. Ganz cool, gehen wir nun in den Endkampf hinein. Da, 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 da. Ganz cool, fällt er die Tiefe hinunter. Uch, klack. Und wir finden seinen Raum und... Oh, da ist wieder unser lieber Sigma. Du bist wirklich ein lästiges Insekt, Mega Man X. Aber es ist Zeit, dass ich dich auseinandernehme. Ja? Komm doch mal her. Auf. Ah, Mist! Warum konnte ich ihn jetzt nicht treffen? Ja, ich krieg dich auch so fertig. Oh, der haut aber auch böse zu. Was? Wo war mein Schuss jetzt gewesen? Das war jetzt aber echt ein Bug. Check in your face. Ja, komm. Oh, ist das ein ekelhafter Drecksack. Zack. Ja? Oh, und direkt sich gegenseitig getroffen. Zack. Ah, komm, den hau ich auch noch hinterher, du Sackgesicht. Ja. Direkt Double Hits. Wow, wow, wow. Vorsicht, Vorsicht. Zack. Und getroffen. Ja? Was ist Faxen Dicke? Ich glaube, das war's mit ihm. Hä? Oh nein. Er sieht total ekelhaft aus.
Und wenn er ekelhaft aussieht, kann ich es überhaupt nicht leiden. Damn's! Ah, verdammt! Ah, ich hasse diese Form von ihm. Zack. Ja. Bam, 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 bam. Zack. Mein Gott. Oh. Ah, Mann, ich konnte ihn nicht jetzt gerade. Mann, Mamma Mia, ey. Warte mal. Komm schon, mein Gott, warum ging das jetzt nicht? Oh, dich. Boah, der nervt, ey. Alter, ganz ehrlich. Zero, Sigma, du gehst mir gewaltig auf den Keks! Na toll. Dies hier hört sich an so wie, haha, du mich auch. Zack! Na, hat's dir geschmeckt? Das hat ihm sehr gut geschmeckt. Ja. Bye bye. Boah. Ja, ich explodiere mit, ja toll. Mega Man X. Ich habe wieder verloren. Aber jede Niederlage macht mich stärker. Und bald werde ich dein ultimativer Albtraum sein. Aber etwas verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hat nicht Zero... Warum tat Zero nicht? Er ist die letzte Kreation des Doktors. Ja! Ja? Das ist schon eine gute Anspielung drauf. An welchen Doktor wir hier reden. Ja, ich kann es euch ja schon so sagen. Zero ist eigentlich auch die letzte Kreation von unserem lieben alten Dr. Wily. Für die, die es nicht wissen. Einige sagen schon, ah, weiß ich schon. Ja, es gibt auch viele, die wissen das aber nicht. Weil Zero ist wirklich die letzte Kreation von Dr. Wily gewesen. Ist aber irgendwie lustig, ne? Wenn man so denkt, Mega Man von Dr. Light... Zero von Dr. Wily. Beide gegnerischen Doktoren, dessen Kreation hier verbündet. Tja, sagen wir mal, ne? Schicksal ist manchmal sehr komisch. Ah ja, ja, da stehen sie beide wieder. Da ist Zero und Twistosa. Hallo? Wollte gerade schon sagen, Mega Man tot. Nein! Seinen Freund angeschlossen. Ach, jetzt mal von neu. Sich Zero angeschlossen, standen er und Mega Man X am See und küssten sich. Ah, Zero, du bist ein Kerl, ich dachte, du bist ein Vibe. Nein. Sigma wurde wieder besiegt, aber X fragt sich immer noch mit dem Sinn des Kampfes. Wie immer war Dr. Lights Traum von einem Zusammenleben der Republiken und den Menschen ein Traum. Der Preis des Friedens ist oft hoch, dachte X über sich. Wer oder was muss geopfert werden, um es Realität werden zu lassen? Und wann wird die Zeit kommen, wo er es tun muss? Reden wir jetzt gerade über Mega Man X sein Opfer? Hallo? Du kannst dich noch nicht opfern, du musst da bleiben! Zukunft. Hält die Antwort, oder? Ja, sorry for my bad English, by the way. Ich habe nicht mehr so viel mit Englisch zu tun, da muss ich mich auch mal ein bisschen wieder dran setzen. Oh, Mega Man X2. Ah, es ist auch schon wieder fertig. Wieder schön gezockt geworden von mir und ich bin jetzt gerade wieder teil durcheinander hier gerade gekommen.
Und ja, links sieht man jetzt eigentlich nur die Namen der Gegner. Schade, die Bilder nicht gezeigt werden, weil er überhaupt gemeint wurde. Was soll ich über das Spiel sagen? Es ist ein bisschen ein Tick schwerer. Es ist wirklich schwer. Also, Final Level Gamer hat es ja in all meiner Parts schon erwähnt, also als Kommentar. Das Spiel hat es ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad. Aber ich sag mal so, Mega Man X7 war für mich schlimmer. Mit dem Schwierigkeitsgrad. Das weiß ich nämlich sehr gut noch. Das war für mich ein bisschen schwerer. Ja, es steht so oder so klar bei mir, wird Mega Man X3 kommen. Und es wird noch was anderes noch dazu kommen. Nach Mega Man X3. Bevor ich Mega Man X4 Let's Play werde, darf aber auch eine Weile dauern. Da habe ich noch was Spezielles vor. Das ist mir mal so über Google in die Hände gefallen. Und da denke ich auch, das wird nach Mega Man X3 kommen. Das wird auch sehr interessant sein. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja, da finde ich doof. Warum haben sie nicht die Bilder der Bosse gezeigt? Da finde ich, wäre viel geiler gewesen. Aber stattdessen zeigen sie nur die Namen hier nur, mit der Power und so. Die Gegner waren, ja, ich denke mal, die Gegner waren es nicht wert, gezeigt zu werden. Deswegen sagen sie nur die Namen. Ihr wart nicht würdig, ihr habt es nicht geschafft, Mega Man kalt zu machen. Also braucht ihr auch gar nicht hier aufkreuzen mehr. An euch wird sich keiner mehr erinnern. Was würde ich jetzt noch was dazu hinzufügen? Ich rede wieder super Kaulawäsch jetzt gerade wieder. Ich weiß auch nicht, was mir los ist. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich nehme wieder viel zu lange auf. Typisch ich. Okay, Surges, ja. Die beiden waren ja auch nicht gerade. Naja. Aber ich sag ja, Surges ist ja, ne? War für mich irgendwie die Remake-Version von Dr. Wily. Neo Sigma. Ich glaube, die Gitterversion, glaube ich, war bestimmt. Okay, Zero, Fragezeichen und U als Mega Man X, Power unbekannt. Ja, Zero Mega Man. Unwahrscheinliche Power. Sie gehen ins Unermessliche. Sie upgraden sich halt hin und wieder. Black Zero, okay. Warum ist jetzt Zero Black? Eigentlich habe ich doch gerade normalen. Verstehe ich jetzt zwar auch nicht. Ja, normalerweise, wenn man mit Zero gerettet hat, ist da der rote Zero da. Ist ja jetzt egal. Das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, jetzt wenn ich jetzt einen anderen Zero dazu hole und den da hole. Wie dem auch sei, Leute. Es steht so klar, der nächste wird so Mega Man X3 sein. Da werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Also, wir sehen uns schon mal bei Mega Man X3. Wir sehen uns. Bis dann.